Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, eine große extra Packung Dr. Merit als Geschenk zu erhalten. Was? Um zu erfahren, wie Sie diese erhalten, hören Sie sich bitte die folgende Nachricht an. Zum Teufel! Um sicherzustellen, dass Sie Pilzbefall auf gesunde und wirksame Weise loswerden und Ihre Nägel ein gesundes Aussehen erhalten, möchten wir zunächst sicherstellen, dass Sie wissen, wie Sie unser Konditioner verwenden. Es handelt sich um ein natürliches Produkt und Sie müssen daran denken, es regelmäßig anzuwenden. Bitte beachten Sie, dass der Konditioner am ersten Tag direkt auf die gereinigten Nägel aufgetragen werden sollte. Um sicherzustellen, dass Sie Pilzbefall auf gesunde und wirksame Weise loswerden und Ihre Nägel ein gesundes Aussehen erhalten, möchten wir zunächst sicherstellen, dass Sie wissen, wie Sie unseren Konditioner verwenden. Es handelt sich um ein natürliches Produkt und Sie müssen daran denken, es regelmäßig anzuwenden. Bitte beachten Sie, dass der Konditioner am ersten Tag direkt auf die gereinigten Nägel aufgetragen werden sollte. Tragen Sie die Spülung auf alle Nagelplatten auf, und zwar auf der Gliedmasse, an dem das Problem aufgetreten ist. Am zweiten Tag tragen Sie eine zweite Schicht auf. Am dritten Tag, bevor Sie eine weitere Schicht auftragen, waschen Sie die zuvor aufgetragene Schicht mit Entfernen ab und wiederholen Sie die Behandlung. Der Anwendungszyklus wird so lange wiederholt, bis die Behandlung abgeschlossen ist. Das Serum ist sehr effizient und die 5,5 ml Packung, die in der Anlage von 69 Euro bestellt wird, reicht für eine zweiwöchige Anwendung. Zu diesem Zweck können Sie statt der kleinen Packung mit 5,5 ml Dr. Merit für 69 Euro ein spezielles Paket mit einer großen Packung von 11 ml zusammen mit zwei Gutscheinen im Wert von je 30 Euro für die Verwendung in unserem Onlineshop bestellen. Bei der Investition von nur 139 Euro und zusätzlich erhalten Sie eine zweite identische Packung kostenlos. Mit diesem Paket können Sie eine zweimalige Behandlung durchführen und beeindruckende Ergebnisse erzielen. Es ist ein am häufigsten gewählter Paket am Anfang von Menschen, die uns vertrauen und die Effekte schöner Nägel auch mehrere Monate nach dem Ende der Behandlung genießen. Bestellen Sie ein spezielles Paket mit einer Großpackung Dr. Mary zusammen mit zwei Gutscheinen im Wert von je 30 Euro für eine Investition von nur 139 Euro und erhalten Sie eine zweite identische Packung als Geschenk. Sie erhalten eine viermal längere Behandlung und statt 5,5 ml erhalten Sie sogar 22 ml. Wenn Sie an spektakulären Effekten über Jahre hinweg interessiert sind und ein spezielles Paket bestellen möchten, wählen Sie die Nummer 2 auf Ihrem Telefon. Herr Winkler! Ja, sind Sie Herr Rainer Winkler? Derselbe! So, ich habe Ihnen angerufen. Ja, das stimmt, das haben Sie. Das haben Sie gut gemacht, ne? Wie lange haben Sie üben müssen, um das zu schaffen? Ja, ich weiß, dass ich habe das gut gemacht. Ja. Wollen Sie mit mir reden oder wollen Sie nicht? Ja, wir reden doch schon miteinander. Was möchten Sie denn von mir? Ja, wir reden doch schon, aber können wir weiter reden oder was? Das kommt drauf an, was Sie zu sagen haben, ne? So, eigentlich, ich will nur sagen, dass Sie bei uns eine Anmeldung gemacht haben. Dass ich was gemacht habe? Hallo? Ja, ich bin hier. So, was möchten Sie von mir? Eigentlich gar nichts. Ja, warum rufen Sie mich dann an, wenn Sie nichts von mir wollen? Eigentlich über ein Gespräch über Onlinehandel rufe ich Ihnen an. Über die Online-Kanzel? Ach, dann rufen Sie vom Pfarramt an, ne? So, ich rufe von Onlinehandel. Ja, von der Online-Kanzlei, genau. Kanzel, Entschuldigung, ich komme da immer durcheinander. Also, Sie wollen gar keinen Handel machen? Doch, Sie rufen ja an wegen dem Ablasshandel. Ne? Ich wollte ja die sieben Todsünden begehen und danach davon freigesprochen werden. Es ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge man das machen sollte. Hallo? Ja, ich bin...
Warum reden Sie denn nicht, wenn Sie mich anrufen? Was ist denn los mit Ihnen? Sind Sie selber besessen? Sie haben etwas mir gesagt, deswegen höre ich Ihnen bis am Ende, dann werde ich Ihnen etwas sagen. Ja, Novus Ordo Seclorum, Ave Satanas. So, ich habe eine Frage. Ja? Wenn Sie wollen mit mir das mitteilen, wie alt sind Sie? 79. Und wie alt sind Sie? 79. Ja. Ich bin 30. Das ist ein schönes Alter. Ja, nicht so schön. Warum aber nicht? Gut. Mir gefällt nicht, dass ich 30 bin. Aber wären Sie lieber älter, ja? Nein, ich will 20 bleiben. Ach so. Ja, dann müssen Sie mal zu so einer Beauty Farm hinfahren. Ja, aber was soll ich machen? Ja, hinfahren. Die Alte kaum. Muss ich Operationen machen? Oh, sind Sie krank? Nein. Ich sage, mein Gesicht muss ich ändern. Was müssen Sie da denn machen? So Operationen, damit ich jünger bin. Ach so, also wenn Sie möchten, wir haben gerade noch eine Stelle als Erzdämon frei, die können ja Ihre Gestalt frei aussuchen. Dann können Sie irgend so ein Supermodel nehmen oder so. Das mache ich Spaß sein. Das ist gut. Können Sie einmal Novus Ordo Seclorum sagen? Was ist das? Das ist eine Beschwörungsformel. Beschwörungsformel? Ja, sagen Sie einmal Novus Ordo Seclorum. Aber ich kann es nicht so gut hören, vielleicht. Novus Ordo Seclorum. Einfach mal probieren. Da kann nichts schief gehen. So, der erste ist Novus. Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum. Ja, und dann Heil NWO. Aber was ist das? Das ist eine Grußform. Sagen Sie einmal Heil NWO. Aber warum soll ich das sagen? Weil Sie sehr nett sind. Können wir das morgen dann machen? Nee, das muss ja heute gemacht werden. Sie sind jetzt ja gerade im Bann. Sie sind jetzt ja gerade im Bann von Martin Goldnatz. Sagen Sie jetzt bitte einmal Heil NWO, Heil Martin Goldnatz, sonst geht das schief. Ja, ich habe Feierabend jetzt. Ja, in 7 Minuten wahrscheinlich, um 19 Uhr, ne? Nein. Jetzt um 18.53 Uhr haben Sie Feierabend. Jetzt sagen Sie einmal noch schnell Heil NWO. Ja, genau. Sagen Sie das mal. Ich sage gar nichts. Ja, dann kommst du aber direkt in die Hölle, das kann ich dir sagen. Da kommen heute Abend 30 Pizzen zu dir nach Hause. Ja, und 2 Möbellieferungen. Reden dann. Das sind sehr nett. Ja, natürlich. Es wirkt immer sehr nett, bis wenn die. Ja, dir auch, du Maske, ne? Grüß den Mimon. Du auch. Ne, tschüss. Was war das denn zum Teufel? Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Käfer. Ich grüße Sie ganz herzlich nach Baden-Baden. Ja, seien Käfer, Sie mir auch gegrüßt. Wen habe ich da? Ingelheim aus Nackenheim, Nierstein, aus Rheinhessen, bei Mainz am Rheinsimmer zu Hause, Herr Käfer. Ja, das Reichsgraf. Ja, der Reichsgraf von Ingelheim. Wir sind ein Weingut. Ach so, ich wollte gerade sagen, das Reich gibt's jetzt ja schon länger nicht mehr. Das, genau. Herr Käfer, warum ich anrufe? Wir machen eine schöne Aktion fürs Frühjahr. Wir wollen mal einen neuen Geschmack auf die Zunge bringen. Und ich würde Ihnen gern unverbindlich verraten, was wir da für gute Weine anbieten. Vielleicht ist es ja mal interessant. Was haben Sie, Schwein, hä? Ich habe kein... Wein. Ach so. Wein. Ja, ich höre nicht mehr so gut. Also, ich rede mal ein bisschen lauter, wenn Sie nicht so gut hören. Wie bitte? Ich rede mal ein bisschen lauter, wenn Sie nicht so gut hören. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ja,
Herr Käfer, wenn Sie hin und wieder mal ein Glas Wein genießen, bevorzugen Sie eher die trockene, die liebliche oder der halbtrockene? Ja, ich hab gern sowas in Richtung Lambrusco, wenn ich ja. da ehrlich sein darf. Was lieblich Rotes, ne? Ja, so sieht das aus. Und da genau. bleibt das, wenn ich ganz ehrlich bin, auch selten bei einem Gläschen. Aber dafür hat man das ja. Dafür hat man das ja. Wissen Sie was? Ich verrate Ihnen auch mal mein Lieblingspaketchen. Das sind die roten, lieblichen Rotweine. Na? Ja, das wäre ja auch komisch, wenn das rote, liebliche Weißweine wären, nicht genau. wahr? Genau, da haben Sie recht. Das Sag ist einfach mal, was... so. Also, wir haben im Paket 9 Flaschen, ne? Ja. Da habe ich drin ein schöner Regent, der ist hier vom Schmitzkapell, der ist richtig schön edelsüß, hat so ein schöner brombeeriger Duft. Ja. Dann habe ich dabei 2 feine Blaufränkische, der ist kirschrot und süffig, da bleibt es bei mir auch nicht bei einem Gläschen. Da können es auch schon mal 2 sein oder 3, ne? Ja, mehr darf man davon nicht trinken. Nein, da kriegt man, ne, das muss, man muss ja noch die Sinne beisammen halten. Ach, das dann wird überbewertet. Da haben man Sie lebt auch wieder nur einmal. Genau, man lebt nur einmal. Haben, hab Sie noch zufällig, haben Sie zufällig Ahnung von Jagdwaffen? Nein. Lassen Sie mich gerade fertig erzählen. Ja. Dann haben wir noch mit drin 2 schöne Cuvées, Valagarina aus Italien und aus Spanien 2 edelsüße Doña Cristina. Der wird Ihnen besonders gut gefallen. Das Paket kostet normal 130 Euro. Ich darf Ihnen das heute anbieten für 100,80 €. Als Geschenk dabei lege ich noch 2 schöne Kristallrotweingläser aus dem Hause Authentis von Spiegelau. Na? Von Spiegel? Von der Zeitschrift? Ah, nein. Das heißt, also der Glaslieferant heißt Authentis von Spiegelau. Na? Ja. Wir liefern das mit Hermes. Das dauert ungefähr eine Woche. Es wird nichts an der Haustür gezahlt. Die Rechnung liegt mit Überweisungsträger im Paket mit drin. Und da haben Sie nach Erhalt der Lieferung auch 6 Wochen Zeit mit dem Begleichen. Ja, gibt's da auch was anderes als Hermes, weil der ist hier immer so unfreundlich und versteht kein Deutsch. Das ist immer sehr umständlich mit denen. Ja, auch das, ich sag, wir haben mit, vielleicht kann ich auch, schau mal, warten Sie mal gerade. Vielleicht kann ich auch gucken, das wäre das per DHL, ich glaube nicht. Also ein guter. Nee, wir schicken, doch, wir können es auch mit DHL schicken. Das ist für Sie schicken was mit DHL, wäre das in Ordnung? Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil, sag ich mal, ein Freund von mir hat sonst auch so einen Posthaubenversand, sonst würde ich bei denen anfragen. Ja, nee. Also wie gesagt, wir machen es mit DHL. Herr Käfer, jetzt meine Frage. Wie bitte? Ich habe noch eine Frage. Wir dürfen 2 Pakete anbieten. Wollen Sie 2 Pakete oder 1? Wie meinen Sie das? Also das Weinpaket. Ich habe Ihnen doch gesagt, den Wein. Ja, vom Reichsgraf. Genau, vom Reichsgraf. Ist das, immer, ist das immer noch der Herr Göring? Den kenne ich nicht. Ich bin auch noch nicht so lange auf dem Weingut. Der Herr Mann? Nee, wie gesagt, ich bin erst ein Jahr auf dem Weingut. Länger Ach noch so, nicht. Hermann Göring kennen Sie nicht persönlich. Nein. Ach so. Herr Käfer, möchten Sie 2 Pakete oder 1? Können Sie denn mal eben fragen, ob der Herr Göring im Haus ist, weil den habe ich lange nicht gesprochen. Der ist bei uns nicht im Hause, nein. Können Sie da mal nachhören, weil der ist ja mir schon lange nicht mehr gehört von denen. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das können Sie mal nicht. Eben Kollegen fragen, ob die Warten das Sie wissen. Warten Sie mal gerade, Herr Käfer. Ja. So, Herr Käfer, jetzt noch mal ganz kurz. Ja. Haben Sie
wir sind ja das Weingut Reichsgraf von Ingelheim in Nackenheim in Rheinhessen, ne? Das haben Sie verstanden. Ja, es geht ja genau. Dann um den Herrn Göring. Ja, wollen Sie ein Weinpaket mit lieblichen Rotweine für 100 Euro oder nicht? Ja, da ist, haben Sie jetzt, da ist ein Lambrusco drinnen oder nicht? Nein. Warum nein, nicht? Nein, da ist kein... Da ist kein Lambrusco drin. Da sind die Weine drin, die ich Ihnen eben gesagt habe. Ja, haben Sie sowas nicht bei Ihnen? Weil nein, schon wir Lambrusco haben kein Lambrusco. Haben Sie was, nein, was ähnlich doll reinhaut? Das muss auch nicht so ein Pack, das können auch 10-mal die gleichen Flaschen sein. Das muss halt nur reinzimmern. Also das zimmert schon rein. Da sind Spanier drin, da sind Italiener mit drin. Können Sie mir auch eine Italienerin schicken? Nein, das kann ich nicht. Ah, das ist ja schade. Das ist schade, ne? Ja, Hecker, so eine was Senorita. Machen wir denn? Ja, ich würde gern den Hermann mal sprechen. Nee, den habe ich aber nicht hier. Haben Sie denn, wie hieß denn der andere nochmal? Weiß ich nicht. Herr Käfer, ich glaube, Sie verwechseln mich. Allerhopp. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gell? Wird das denn mit dem Einsatz der Luftwaffe dann alles wieder in Ordnung kommen? Hallo? Nein. Grüß hier, Hans Herbert von Ludwigsdorf. Ah, der ist am Telefon. Wer ist da bitte? Ich sollte Sie nochmals anrufen, wegen Ihrer Lottokündigung. Haben Sie das Zeit? Nochmal, mit wem spreche ich bitte? Ich habe es nicht verstanden. Jochen Schulz von Lottoland. Ja, was möchten Sie denn bitte? Weil das hätten Sie schriftlich kündigen, steht hier. Deswegen hat sich das auf 12 Monate verlängert. Monatlich 89 Euro. Wollten Sie die gar nicht haben, oder? Nee. Weiß ich nichts von. Oh. Okay, soll ich Sie dann kündigen, oder? Ja, Moment ja, unbedingt bitte, danke. Ja, ja. Nee, das machen wir zusammen. Gut. Ach so. Die Klopstockstraße 126, stimmt die noch? Sie kommen sehr leise bei mir an. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Okay, mache ich. Die Klopstockstraße 126, stimmt die? Das ist meine Anschrift, korrekt. 95445 Bayreuth. Ansbach Bayreuth, genau. Mhm. 14.09.51 geboren. Woher wissen Sie das denn alles? Ich habe doch alles hier. Ich werde Sie doch kündigen. Einen kurzen Moment, ja? Ich habe auch Ihre IBAN und Ihr Bank alles da. Einen kurzen Moment. Ja, so. Danke. Ich guck mal, was wir da machen. Kurzen Moment, ja? Ja. So. Da habe ich sie. Schauen Sie mal, weil sie aktiv geworden ist, kann ich sie leider nicht ganz rausnehmen. Aber ich kann sie von 12 Monaten runter reduzieren auf die gesetzlichen 1 Monat. Das heißt, sie sparen jetzt hier 11 Monate plus. So kommen sie am günstigsten von dieser ganzen Geschichte raus. Sollen wir es dann wenigstens so machen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht mehr so gut. Also anstatt 12 werde ich sie jetzt runter reduzieren auf die gesetzlichen 1 Monat, monatlich 89 Euro und dann sind sie da automatisch raus. Ja, aber ich wollte so, das doch gar nicht. So, ja, aber also ich habe hier, dass sie dann 12 Monate weitermachen, das kann ich löschen. Wo habe ich mich da denn angemeldet? Und, wer will das denn haben von mir? Die geben immer so schnell auf, Alter, aber du kannst aber auch nicht, da geht das Gespräch 1 Minute, wenn ich nichts sage. Scheiße, Alter. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, Jasmin Sewe, mein Name von der Deutschen Familienversicherung. Ich spreche mit Herrn Dimitri Schukow. Ja, richtig. Wer ist da bitte? Schön, dass von der Deutschen Familienversicherung. Ja, was möchten Sie bitte? Sie haben Interesse an einer Absicherung im Falle eines unfallbedingten Krankenhausaufenthalts im Internet gezeigt und dazu bereits eine Frage nach der möglichen Beitragshöhe beantwortet. Und wir wollten Ihnen gerne dieses besondere Produkt einmal vorstellen. Okay, das können wir machen, aber können Sie bitte nicht ablesen, sondern selber erklären? Ich habe gerade auch nicht abgelesen. Das hört man doch. Ich habe gerade nicht abgelesen. Alles klar, dann können wir weitermachen. Sehr nett von Ihnen. Eine kurze Info vorab. Ich muss das Gespräch aus Qualitätsgründen aufnehmen. Ist das okay für Sie? Darf ich das dann auch machen? Natürlich dürfen Sie das. Geil. Ist ja auch Ihr Recht. Geil. Warte mal, dann muss ich das kurz anmachen. Warten Sie mal, wenn überhaupt. Warum? Ja, ich duze Sie auch nicht. Ja, dann warte. Ich muss das kurz anmachen.
können Sie gerne machen. Sind Sie mit der Aufnahme dieses Gespräches zu Qualitätssicherungszwecken einverstanden? Beantworten Sie bitte. Wenn Sie mich verarschen wollen, dann können Sie mit jemand anderem sprechen. Sie haben um einen Rückruf von uns gebeten. Sie hätten 200 Euro von uns bekommen, nicht wir von Ihnen. Ach so. Das ist eher was Gutes für Sie. Und wenn Sie meinen, Sie können mich hier verarschen, stehe ich gar nicht drauf. Nee, ich ja auch nicht. Tut mir leid. Aber Sie haben ja um Anruf gebeten. Wo denn? Das ist der Unterschied. Kann ich Ihnen gerne sagen. Kein Problem. Sie haben am 19.04.2017 im Internet bei einer Umfrage mitgemacht, haben eine Frage beantwortet, die dann nochmal bestätigt, einen Link bekommen, den Sie dann auch separat nochmal bestätigen mussten, damit wir Sie anrufen. Nein, mit Sicherheit nicht. Dann hat es jemand mit Ihren Daten gemacht. Hier wurde auch Ihre Straße eingegeben, die Heimstraße 67. Ich kann Ihnen genau sagen, was bei dieser Umfrage, ich mache die zwei, dreimal am Tag, weil ich will dieses Auto gewinnen. Da steht drinnen, welche Krankenhausgeld, welche Höhe man da gerne hätte, aber da steht schon, auch wenn Ruhe. Sie zwei, dreimal am Tag mitmachen, dann gewinnen Sie auch nicht schneller. Wer weiß, aber auf jeden Fall steht da nicht drin, dass irgendeine Firma mich anrufen wird. Doch, und ich damit wenn Sie unten die bin. Kleinen die AGBs lesen, dann steht es dort drin. Ach, diese, die in gleicher Schrift wie der Hintergrund geschrieben sind, damit man das nicht lesen kann? Das ist cool. Naja, man kann es lesen, wenn man lesen kann. Und warum kauft Ihre Firma Daten von böse Firma? Wir haben eine Bestätigung von Ihnen bekommen. Nein, ihr kauft Kundendaten bei Internet. Genau, wir kaufen Kundendaten. Nur von Ihnen. Nur weil ich mit einem Herr Dimitri Zuknauf sprechen wollte, weil ich nichts Besseres zu tun hatte, als von jemandem wie Ihnen verarschen zu lassen. Na klar, es ist eine Ehre von Big Dick Dimitri verarscht zu werden. Da gibt Leute, die Geld dafür bezahlen. Ja, wahrscheinlich nicht. Es gibt wahrscheinlich tausende Menschen, die darauf gerne verzichten. Und ja, aber vielleicht sind Sie heute die Glückliche, die kann mit Big Dick Dimitri reden. Ja, die reden. Glückliche, die gerne mit jemandem spricht, der perfekt Deutsch kann, aber nicht mit so einem Akzent. Ich kann auch wie ein... Noch einen Hallo, ich kann ja, auch... Sie, ich kann es auch einfach sein lassen. Ja, ich kann auch wie ein Inder reden. Sollen wir Indisch sprechen? Ja, wieso... Nee, wir brauchen noch nicht Indisch sprechen. Ich kann auch sprechen wie ein alter Mann, wenn Ihnen das lieber ist. Nee, Sie brauchen noch nicht sprechen wie ein alter Mann. Sie können sprechen wie ein vernünftiger Mensch, der deutschen Sprache mächtig ist. We can also do it in English, if you want to. Ja, brauchen wir auch nicht. Wie wäre es mit Französisch, Madame? Oh, ein Japaner. Sehr gut, sehr gut. Hast du auch Godzilla heute schon angucken, das neue Film? Ja, da war ich auch schon gucken. Oh, Madayaka. Und wie ist das Wetter bei Tokio heute? Ganz gut. Ich habe gerade mich gesonnt und so. Das ist ganz schön. Ja, können Sie bitte die Socke aus dem Mund nehmen? Nee, das müssen Sie schon selber machen. Ja, komm her. Leg doch auf. Leg doch auf. Willst du jemanden grüßen? Du bist live bei Internetradio. Ja, okay, ich nehme sie jetzt aus unserem System raus. Bei uns haben sie ja nichts gewonnen, wollen noch keine 200 Euro haben. Trage ich so ein, ich darf ihnen trotzdem noch einen schönen Tag wünschen. Ja, möchten Sie jemanden grüßen, Madame? Was ist denn Ihr Problem? Ich habe gar jemanden grüßen wollen. Weiß nicht, weil ich Ihnen die Möglichkeit haben sie gebe. Haben Sie Langeweile? Ja, wo soll ich jemanden grüßen? Bei weiß Ihnen? Ich nicht. Ja, vielleicht möchten Sie... Wenn ich Lust habe, irgendwelche russischen Freunde zu grüßen von Ihnen, dann sage ich Bescheid, habe ich recht wenig Interesse daran. Nein, Sie sollen doch nicht meine Freunde grüßen. Vielleicht möchten Sie von Familie, Freunde oder Arbeitskollege jemanden grüßen. Nee, brauche ich auch nicht. Danke. Oder Ihren schön. Chef. Dann, danke für diesen geile Job. Möchten Sie sagen, oh, ist keine gute Arbeit? Doch, es ist eine sehr gute Arbeit, wenn wir nicht so Menschen hätten wie Sie, da. Die aus Langeweile bei einem Spiel mitmachen, obwohl sie kein Interesse haben und Sachen bestätigen, ohne Grund, beziehungsweise haben sich damit einmal beschäftigt zu haben. Das war ein sehr sinnvoller Satz. Wir machen Aufklärung. Ja, danke schön. Wir machen Aufklärung über Abzock-Callcenter. Der Ausländer, der mir Deutsch beibringt. Du hast den ersten Platz gewonnen. Dankeschön. Da, jetzt sind Sie ganz stolz. Möchtest du das in Kronkorken ausbezahlt haben? Was ist denn Ihr Problem? Haben Sie Langeweile? Haben Sie keine Freunde, keine Frau, keine Kinder, die Sie glücklich machen? Doch, damit bin ich aber schon fertig. Ja, anscheinend jetzt nicht. Jetzt muss ich das... Dann sollte Ihre Frau sich mal Mühe geben, dass Sie mal ein bisschen besser ausgelassener sind. Nein, ich bin vollkommen richtig. Ausgelassen. Aber ich muss jetzt ja auch noch, weißt du, Familie geht gut, jetzt muss ich dafür sorgen, dass die Homies von Big Dick Dimitri Fanclub, dass die was zulachen haben. Dicke Dimitri, ne, da sagen sie was. Dick sind sie wahrscheinlich. Tschüss. Ja, weißt du, blöd. Wie geil. Blöd, ich liebe das, wenn die so ausrasten. Gruß an Big Dick Dimitri Fanclub. Diesmal vergesse ich nicht, weil ganze Gespräch, was um euch ging, Suka. Sommer, guten Morgen. Ich habe jetzt den Dimitri Sommer am Telefon. Ja, ist richtig.
Ja, erstmal liebe Grüße nach Berlin. Und ich wollte mal Danke sagen, denn Sie hatten ja neulich an einem Gewinnspiel teilgenommen und hatten dann Ihr Interesse an unserem Vorteils-Weinpaket mit 20 Euro Rabatt und zwei exklusiven Weingläsern bekundet. Wein ist immer gut. Aha. Und jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für Sie als Dankeschön für die Teilnahme an der Befragung. Ja. Hat unser Kellermeister ein kleines Gute-Laune-Genießer-Paket zusammengestellt. Da sind unsere neun besten Weine drin. Was ist mit Bademeister? Ich dachte, Sie sind mit Wein. Nee, Kellermeister. Was ist Kellermeister? Das ist der, der den Wein kreiert. Ja? Ah, ich verstehe. Okay. Das ist der Weinexperte. Ah, okay. Der die Weine macht, ja? Sind Sie das? Bitte? Sind Sie das? Also wir sind ein Weingut in Nackenheim am Rhein, das ist in Rheinhessen, ja? Nackenheim, okay. Ja, das ich weiß nicht, kennen Sie Mainz am Rhein? Nein. Aha, also da sind wir in der Nähe sind wir. Ach so, ja, ist ja egal. Ja, und unser Probierpaket, da sind also neun unserer besten Weine drin, ja. Ja. Das gibt's für Sie zum Probierpreis, also mit 20 Euro Rabatt, also 20 Euro billiger, ja. Für wie viele Flaschen? Da sind neun Flaschen drin. Für 20 ja. Euro, geil. Nee, Sie haben mich falsch verstanden. Das ist zwar, das Paket kostet normalerweise 120 Euro, ja. Und Sie kriegen es aber 20 Euro billiger, also für 99,80 Euro. Ja? Ah, ist das Gorbatschow oder Putinow? Bitte? Ist das Gorbatschow oder Putinow? Ja, was für Wein trinken Sie denn? Trinken Sie lieber einen trockenen oder einen lieblichen? Wodka. Sie trinken Wodka, also da. Sie trinken keinen Wein. Doch, aber ich hätte jetzt lieber noch einen Wodka. Aha. Müsste ich mal gucken, ob wir da was im Sortiment haben. Da. Weil das reicht nicht mehr lange. Aha. Ich guck gerade mal, ob wir was da haben. Na. Aha, Moment. Sonst ist Whisky auch in Ordnung. Bitte? Sonst Whisky auch Ordnung. Aha. Moment. Dabei. Einen Moment. Nee, also das haben wir nicht. Wie bitte? Hallo? Ja, nee, also Wodka haben wir nicht. Kein Wodka. Was haben Sie? Starke Wein? Ich weiß nicht, trinken Sie Sherry? Oh, ist so süße, oder? Bitte? Ist das sowas Süßes? Ja, also Sie trinken lieber was Trockenes? Da. Aha. Wie viel kostet? Also der Sherry. Das russische Bazar. Aha. Also der Sherry, der kostet die Flasche 16,50 Euro. Wie viel ist drin bei einer Flasche? Warte mal Gott. Ah, blöd. Ich glaube, wie viel beim Sherry drin ist. Wie groß die Sherry-Flasche ist. 0,75. Moment. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich guck gerade, das steht hier gar nicht dabei. Ach so. Ach so. Okay, ich gib mir die Flasche, Zucker. Also wie gesagt, eine Flasche kostet 16,50 Euro. Also ich glaube, so für eine Stunde reicht noch, aber dann wird knapp. Mhm, Ja.
Also müssen wir langsam einen Weg finden. Aha. Ja. Ja gut, so schnell können wir sowieso nicht liefern. Das dauert 7 bis... Hallo? Madame? Hallo? Blöd, kannst nicht auflegen. Hallo, schönen Tag. Tag. Hallo, hör mich. Herr Roland Merz, ja? Hey, mach mal die Musik aus, ich verstehe dich nicht. Moment. Natascha, bist du das? Die Arbeitende. Natascha, mach die Musik aus. Stuka, mach die Musik aus. Hallo. Hey. Hallo, hören Sie mich? Ah, es ist leise, die Musik ist laut, Mann. Mach mal die aus. Was ist los mit dir? Natascha? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt ist besser. Was gibt's denn? Ich bin doch Beraterin und rufe Sie an wegen... Was bist du? Drogenberater, hast du das gerade wirklich gesagt? Hallo? Nochmal bitte? Hast du gerade gesagt, du bist Drogenberater? Da bist du aber falsch bei mir. Ich brauche sowas nicht. Sie haben mich verwechselt mit Drogendealer. Nee, du hast gesagt, Drogenberatung hast du gesagt, oder was? Sie haben gesagt, Drogen. Ja, du hast das gesagt. Drogen habe gar nichts zu tun. Was willst du denn? Ich hab mit Arbitrage was zu tun. Mit was? Haben Sie was gehört schon, was das heißt? Das ist doch hier, wenn ganz viele Leute verletzt sind, dass man dann guckt, wer zuerst behandelt wird, ne? Ja, wir sind eine riesengroße Firma, hier sind viele Leute, viele Besprecher, Analytiker und darum ist Musik hier, jeder arbeitet beim Computer, schreibt irgendwas. Das ist doch normale Arbeitsatmosphäre. So habe ich mein ganzes Leben noch nicht gearbeitet, aber ich bin halt auch selbstständiger Schichtarbeiter, ne? Ja, das ist schön, aber man möchte immer ein bisschen mehr Geld verdienen, oder? Ja, klar. Aber die Leute, die schreien ja rum wie im Affenkäfig bei dir. Sie schreien nicht, dass Musik läuft, weil alle reden und damit keiner stört einander. Ich möchte doch nicht hören, was redet meine Nachbarin. Ja, aber ich höre, was deine Nachbarn sagen und ich höre die Musik, dann müsst ihr euch mal gute Headsets kaufen. Sennheiser GSP 600 gibt es jetzt für unter 100 Euro. Ich sehe es. Tschüss. Guten Tag, Herr Winkler. Wer bist du denn? Irina Meier. Irina Meier, wie ist dein richtiger Name, Diawoschka? Gavari Paruski? Nein. Warum nicht? Weil ich bin nicht aus Russland. Woher kommst du, Diawoschka? Warum soll ich Ihnen sagen? Weil du mir falsche Namen sagst. Du bist nicht Irina Meier, also du bist irgendwie Aisha oder Dirana oder sowas. So wollen Sie meine ID? Ja klar, gib mir deine ID. Aus welchem Grund? Hast du mir gerade angeboten, du Stück Dreck. Das war nur eine Frage. Mhm, ich hab dir auch nur geantwortet. Genau. Aber ich sehe Ihnen das nicht. Warum fragst du dann? Für Spaß. Achso, du hast gerne Spaß, das ist cool. Warum rufst du denn an so spät am Abend? Genau. Sag mal. Mhm. Ha? Warum du rufst an? Für Spaß. Für Spaß, ja. Und was wollen wir jetzt machen? Machst du Webcam an oder was? Ich möchte nur meine Zeit verschwenden, deswegen. Das ist das Einzige, wo du taugst im Leben, ha? Mhm. Ja, bist du zur Schule gegangen, oder? Genau. Du bist eine ich Dumm. Ich habe so viel Spaß mit Ihnen gemacht. So schönen Tag noch. Und du bist ein Dumm. Haha. Okay. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Tag, wie geht's? Mein Name ist Rolf Jörke. Ich habe Ihnen angerufen, weil Sie ein Konto blockiert haben in Blockchain. Ich habe kein Wort verstanden. Wer ist da?
Mein Name ist Rolf Jürke. Können Sie das mal buchstabieren? Rolf Jürke, ich kann nicht buchstabieren, ich mache keinen Spaß jetzt. In deinem Namen ist ein Konto. Ich verstehe Sie nicht. Können Sie mal langsam reden? Ich bin 83. Entschuldigung. Mein Name ist Rolf Jürke. Ich habe ihn angerufen, weil wir haben deinen Namen, Nachnamen, Nummer und E-Mail. Und im Blockchain ist ein Konto blockiert mit Ihrem Namen. Was bedeutet das? Das bedeutet, das ist eine Geldsumme von ungefähr 8000 Euro, das im Blockchain blockiert ist. Wo ist das denn? Ist das bei Düsseldorf? Nee, das ist nicht in Düsseldorf, aber ich habe eine Frage. Wissen Sie, was ist Blockchain oder Bitcoin? Bitte? Wissen Sie, was ist Bitcoin oder Blockchain? Ja, ich habe da ja mal investiert, ne? Ist aber nie Geld bekommen, ne? Ja, darum habe ich Sie angerufen, weil in Ihrem Namen ist eine Geldsumme blockiert im Blockchain. Darf ich Ihnen fragen, wie viel Geld haben Sie damals investiert? 5.000. Okay, jetzt ist 8.000 geworden, weil Bitcoin ist blockiert. Und soviel ich weiß, Sie sind Betrügung geworden, ne? Bitte? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ihnen haben die Leute betrogen. Sie haben investiert und zurück Geld bekommen. Ganz genau. Und wissen Sie, mit welcher Plattform haben Sie gearbeitet? Ja, das war, wie hieß das denn? 5D Marketing. Okay. Haben Sie die E-Mail? Bitte? Hodensack@pukkarei.com ist deine E-Mail. Ja. Okay. Montag, ich werde ihn kontaktieren oder heute. Und Montag? Ich habe dein Geld gefunden. Montag oder heute, weil wir haben viele Termine und meine Zeit ist sehr begrenzt. Aha. Und ich habe eine Frage. Sind Sie immer erreichbar, damit wir telefonieren, oder gibt es eine bestimmte Uhrzeit, dass wir telefonieren? Na, am besten morgens, ne? Nee, morgen geht nicht. Morgen, übermorgen, meine Zeitline ist voll. Morgen. Ab morgens, okay. Ich anrufe ihn wieder, ungefähr 10 Uhr. Am Montag, ja? Montag, ja. Und was machen Aber wir dann? Ich werde mit der Bank kontaktieren, mit Blockchain. Und ich werde Ihnen ein Screenshot senden, wo dein Geld ist blockiert. Und wir telefonieren wieder. Und von wem rufen Sie an? Sind Sie von der Polizei? Nein, wir sind von London. Wir sind ein Unternehmen. Wir sind von London. Wir sind ein Unternehmen. Wir helfen die Leute, die Geld verloren haben. Wer hat Geld verloren? Ich habe nichts gefunden. Wie bitte? Wie viel Geld ist da denn verloren worden? Sie haben gesagt, Sie haben investiert 5.000 Euro. Ja, und Sie haben das jetzt gefunden, ja? Nee, uns kontaktiert Blockchain und Sie haben hier alle eure Daten, Name, Nachname, Nummer und E-Mail. Ja? Und wir kontaktieren, ob Sie Interesse haben, euer Geld wieder zurückzubekommen. Ja, und wie, was muss ich da machen? Bis jetzt, Sie müssen gar nichts machen, aber das machen unsere Unternehmen. Und wenn wir was brauchen, dann kontaktieren wir wieder. Ich verstehe das alles gar nicht. Wann kriege ich das Geld denn wieder? Das Geld kriegen Sie wieder, wenn das Bank es erlaubt. Wenn die Bank es erlaubt? Und Sie sind jetzt von welcher Firma aus London? Wir sind von Ava Trading. Von was? Ava Trading. Wie schreibt man das? Haben Sie E-Mail? Milch? Ich kontaktiere Ihnen in E-Mail. Ich möchte ja lieber mit einem Menschen reden. Ich verstehe das doch alles gar nicht. Sie werden alles verstehen, wenn ich Ihnen das Geld finde und Ihnen einen Schritt schicke in E-Mail.
und Sie können das alles in Ruhe lesen und in Ruhe verstehen. Einen Ziegenbock wollen Sie mir? Ich verstehe das alles nicht. Ich schicke Ihnen eine E-Mail, eine Screenshot, eine Beleg. Ich gebe Ihnen eine Beleg, wo deine Geld ist blockiert. Eine Belästigung? Beleg. Können Sie vielleicht mal die Musik ausmachen? Ich kann Sie ganz schlecht nur verstehen. Ich schicke Ihnen eine Beleg. Belegtes Brötchen nehme ich. Croissant bitte. Hören Sie mal wieder, ich habe viele Termine, ich habe von deinem eigenen Interesse angerufen. Sie haben, was haben Sie angerufen? Meine Frau? Oh, das ist so laut, ich verstehe Sie nicht. Okay, ich anrufe Ihnen wieder in halbe Stunde. Bitte? Ich anrufe Ihnen wieder in halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja. Gut, ich werde da sein. Okay, bleiben Sie am Apparat und vergessen nicht meinen Namen. Mein Name ist Rolf Jürke. Wie schreibt man das denn? Ich habe jetzt das dritte Mal gefragt. Ich verstehe es wirklich nicht. Mein Name ist Rolf Jürke. Das ist ein deutscher Name. Ich bin halb Deutscher, halb Engländer. Ja, aber ich verstehe den Nachnamen. Ich verstehe das Wort nicht, was Sie sagen. Jürke. Jürke. Können Sie mal buchstabieren? Was? Alles. J. U. R. K. E. Ja, der Rolf Jülke, richtig? Ja, genau. Jetzt habe ich's verstanden, vielen Dank, ne? Okay, bitteschön. Ja, das ist mit. Ich rufe ihn wieder in einer halben Stunde, okay? Alles klar, machen wir so, ne? Okay, dann bis dann. Bis dann, hab dich lieb, danke. Ciao, bitte. Rudersdorf. Rudersdorf, am Telefon. Was wünschen Sie denn? Ja, hier geht es einmal nur um Ihre Zahnabsicherung. Ja, Sie sind ja momentan... Um die was, bitte? Zahnabsicherung. Wie bitte? Die private Zahnabsicherung für Sie. Ja, die Abdrücke, genau. Ja, Sie sind ja momentan nur gesetzlich versichert, ja? Korrekt. Genau, das heißt, da haben Sie jetzt auch schon einige Jahre in die gesetzliche Krankenkasse eingezahlt, natürlich, ja? Oh, ja, schon lange, Sie, ne? Ja, Sie selbst aber haben da jetzt wenig in Anspruch genommen im Bereich der Zähne und auch im Bereich der Optik, der Herr, ja? Dementsprechend würden Sie jetzt ab dem nächsten Monat eine erhöhte Kostenübernahme für den Zahnbereich bekommen. Ja. Was heißt, dass Sie ab den 1.2. beim Zahnarzt dann auch zu 100% abgesichert sind und selbst in Zukunft nichts aus Ihrer eigenen private Tasche bezahlt. Ja. Ich hoffe, an der Stelle ist eine angenehme Nachricht für Sie, Herr von Rudersdorf. Soll ich jetzt was sagen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Okay, das ist eine ganz normale private Zahnzusatzversicherung für Sie ab dem nächsten Monat, ja? Dankeschön. Dass Sie abgesichert sind beim Zahnarzt, ja? Danke. Dass Sie nicht selbst aus Ihrer eigenen private Tasche bezahlen beim Zahnarzt. Das ist sehr freundlich. Momentan sind Sie ja nur gesetzlich versichert. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Zahnarzt gehen würden, ja, dann übernimmt die gesetzliche Krankenkasse beim Zahnarzt nur 20-30%. Restbetrag müssten Sie ja quasi selbst bezahlen. Eben. Ja? Genau. Würden Sie jetzt hier die Zahnabsicherung bekommen ab dem nächsten Monat mit dem finanziellen Vorteil, da Sie jetzt wenig in Anspruch genommen haben im Bereich der Zähne. Nein, Sie haben wenig in Anspruch genommen im Bereich den Zahn. Ja, also Sie waren jetzt halt nicht so oft beim Zahnarzt, der Herr. Ja? Na, ich meinte ja immer die Vorsorge, ne? Genau. Da waren Sie jetzt halt nicht so, nur die Vorsorge, die ist das. Und da sind jetzt halt Überschüsse entstanden. Gesundheitsbonus. Ja? Ja. Und diesen Gesundheitsbonus werden Sie runtergerechnet für die Zahnabsicherung, der Herr. Das ist klasse. Genau, da schauen wir jetzt hier auch eben einmal nach, einmal vorher zum Datenabgleich. Geburtsdatum ist der 4.9.1951, ja? Korrekt. Genau, so, schaue ich jetzt eben einmal. Hatten Sie denn so in der Vergangenheit schon mal Erfahrungen mit Zahnersatz gehabt? Ja, natürlich in dem Alter, ne? Ja, also Brücken, Kronen, Prothesen, irgendwas?
Ich glaube, wir sind schneller fertig, wenn ich aufzähle, was ich nicht habe. Haben Sie vielleicht eine Brücke oder eine Prothese? Ne, ich habe Implantate, 2 Stück, ne? Und da hängt das Implantate. Dran. Implantate. Aber herausnehmbaren Zahnersatz, sowas haben Sie nicht. Ja doch, der ist dazwischen. Das eine ist in der Mitte, das andere außen und der Rest ist ja immer wie so ein Staudamm dazwischen, ne? Können Sie irgendetwas von Ihren Zähnen herausnehmen? Ja, es tut ja aber weh, ne? Nein, ich meine, ob Sie Zähne herausnehmen können. Ich meine, eine Art Prothese vielleicht oder eine Art Brücke, die herausnehmbar ist. Zwischen den Implantaten und die Implantate selber kann man ja auch rausdrehen, ne? Aber das soll man nicht machen. Nein, so mal, die sind das fest drinne. Das soll man nicht machen, natürlich. Das ist ja sonst so fest drinne. Sie selbst können ja die nicht herausdrehen. Das kann der Zahnarzt vielleicht herausdrehen. Ja, das meine ich doch. Ja. Ich werde den Teufel tun, da dran rumzudrehen. Aber können Sie ganz normal, jetzt wenn Sie mit dem Finger jetzt an am Zahn rangehen, können Sie das herausnehmen so? Ja, dieses Zwischending, das kann ich rausdrehen. Ah, das ist eine Brücke dann, die Sie herausnehmen können, ja? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Und aktuell vielleicht eine Lücke im Zahnbereich? Bitte? Wo Sie vielleicht haben Sie Lücken im Zahnbereich, wo fehlende Zähne sind? Ja, natürlich, sonst hätte ich keine Implantate. Nein, ich meine nicht ersetzende Fehler. Also jetzt aktuell noch fehlende Zähne. Jetzt aktuell Lücken im Zahnbereich. Wir reden nicht von Zähnen, die Ihnen schon ersetzt worden sind. Nee, sondern nur Lücken im Zahnbereich. Nee, die drücken nicht, ne? Das ist alles in Ordnung. Also Sie haben keine Lücken im Zahnbereich, richtig? Nein, die drücken nicht. Das ist alles gut gemacht worden. Na. Herr von Rudersdorf, ja? Eine Lücke. Wissen Sie, was eine Lücke ist? Ja, selbstverständlich. Eine Lücke, ne? Ob Sie aktuell eine Lücke haben im Zahnbereich, also ob Sie vielleicht einen fehlenden Zahn haben oder sind bei Ihnen alle Zähne da? Nee. Oder brauchen Sie vielleicht noch irgendetwas? Wahrscheinlich drücke ich mich unklar aus. Ich habe 2 Implantate und eine Brücke dazwischen. Das ist schon richtig, das habe ich verstanden, der Herr. Gut. Ja, aber abgesehen von dieser Brücke und abgesehen von diesen Implantaten, haben Sie sonst noch Lücken im Zahnbereich? Vielleicht eine Lücke, wo Sie da vielleicht noch ein Implantat bräuchten? Es wäre schon schöner, wenn das alles fest wäre, ne? Aber das kann ja kein Schwein bezahlen, ne? Und deshalb rufe ich ja auch an von Rudersdorf. Deshalb will ich Ihnen ja helfen. Ja? Ach, Sie sind aus Rudersdorf? Wie bitte? Sie sind selbst aus Rudersdorf? Nein, ich will Ihnen helfen, Herr von Rudersdorf. Also ich dachte ja schon. Ich warte ja auf den Anruf von meinem Sohn. Ah, okay. Sie bekommen den nächsten Monat dann, ja? Das hat er aufgelegt. Oh, bitte ruf wieder an, die kann man so schön verarschen. Systemapparat. Kevin Cox? Ja. Ja, was? Ich rufe Sie von Finnerplaywettet an. Von was? Wie ich verstanden habe, hören Sie mich zu. Wie ich verstanden habe, Sie haben Ihre Kontaktdaten bei uns hinterlassen, bei unserer Werbung. Ich möchte wissen, ob für Sie immer noch Trading gültig ist. Ob das gültig ist für mich? Ja, genau. Es ist interessant für mich. Ob es gültig ist, weiß ich nicht. Also wenn es interessant ist, dann kann ich Ihnen weiter erklären. Ja, gerne. Ich habe mir das mal angeguckt, aber ich muss zugeben, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Wir bieten Ihnen Trading mit unserem automatischen System. Aha. Das ist ein künstlicher Intelligenz, den Sie auf Ihrem Gerät erhalten von uns, unserer Software, ja. Und er wird für Sie alle Deals automatisch machen, öffnen und schließen. Welche Deals denn? Den Markt findet Preisunterschiede, öffnet und schließt Positionen automatisch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ist das gut? Ja, das ist ganz gut, weil Sie brauchen keinen Zeitaufwand. Ja, Sie brauchen keine Zeit zu verlieren. Alles für Sie wird automatisch gemacht. Also Ihr Geld wird in verschiedene Wirtschaftsgüter investiert. Und täglich für Sie wird ca. 10 Positionen bearbeitet. 8 von 10 Positionen schließen sich selbst im Plus. Aha. Was heißt denn Wirtschaftsgüter? Was bedeutet das? Ich kenne das Wort nicht. Kennen Sie Wirtschaft?
Aha, was bedeutet Wirtschaft und Güter? Was heißt das? Das sind Währungen, Aktien, Rohstoffe. Ah. Alles, was am Finanzmarkt ist. Also Öl und Stühle und sowas, ja, und Hühner und so, ja? Ja, also es gibt keine Aktien von Stühle oder Hühner. Ja, ich weiß es ja nicht, ich frage. Ja, also wenn Sie wissen, eine Unternehmen, die perspektiv ist, die Stühle macht, sie können auch mit Aktien von Stühle handeln. Ja, ja, darum sage ich, weißt du, so wie Tesla, ne, der macht die Autos und mit BMW, ja, voll. Und Stuhlgang quasi macht Stühle, ne? Ja, sie können auch mit Stühle handeln. Es hängt von ihnen ab. Das ist mir eigentlich egal, womit, ich will einfach nur Geld verdienen. Ja, genau. Und deshalb brauchen sie auch nicht zu wissen, wo ihr Geld investiert ist, wenn sie eigentlich Profite erhalten. Ach so, okay. Das ist gut, Katze im Sack, ja, sozusagen. Das finde ich in Ordnung. Ja. Also, na schön. Dann habe ich eine sehr wichtige Frage. Aha. Wollen Sie machen oder wollen Sie nicht? Was kostet das und wie viel kann ich verdienen? Da kann ich ja nicht einfach Ja oder Nein sagen. Ja, ich kann das auch gerne erklären. Ja bitte, muss ich ja wissen, ob sich das lohnt für mich. Ja genau, also Sie können ausgerechnet mit 250 Euro, das ist minimaler Betrag, von 3-8% von Summe auf Ihrem Betrag täglich verdienen. Jeden Tag? Normalerweise steht es, jeden Tag, normalerweise steht es 12-13 Euro täglich. Im ersten Monat. Bis Ende des Monats können Sie bis ungefähr von 500 bis 800 Euro entwickeln. Aus 250 Euro? Ja, genau. Wow, das hört sich gut an. Ja, können wir machen. Nächsten Monat werden Sie schon mit größeren Summen einsteigen, wenn Sie diese Profite auf Ihrem Konto lassen. Oder können Sie auch 500 auf Ihrem Konto lassen, die andere Zahl auszahlen. Eigentlich hängt es von Ihnen ab. Sie können Ihr Geld abheben nach Ihrem Wunsch oder nach Bedarf. Ach so, geht beides? Ja, also, es, wie gesagt, es hängt von Ihnen ab. Möchten Sie Ihr Geld abheben? Ja, Sie können alles abheben, aber Sie werden nichts mehr verdienen. Können Sie einige Summe auf Ihrem Handelskonto lassen und Sie werden ja mit dieser Summe weiter verdienen. Ah, verstehe. Also kann ich Geld selber nehmen, wenn ich was ausgeben will, oder ich lasse das da und es wird noch mehr? Ja. Mhm. Also Sie können für sich selbst entscheiden, zum Beispiel haben Sie 800 auf Ihrem Konto, Sie können 300 abheben, 500 lassen und mit 500 handeln. Und so machen Sie jeden Monat und haben Sie ständiges Nebeneinkommen. Möchten Sie mehr verdienen, ja, aha, können Sie 2 Monate handeln, haben Sie mehrere Summe auf Ihrem Konto, ja, zahlen Sie etwas aus und mit einem Betrag, ja, können Sie weitermachen. Das hört sich gut an. Und wie lange kann man das machen? Ja, so lange wie Sie wollen. Ach so, ist nicht so irgendwie so 3 Monate und fertig. So, ich kann machen, solange ich möchte. Nein. Cool. Wenn Sie schon Ihr Geld und Ihre Profite dort haben, ja, das ist Ihr Geld auf Ihrem Konto, Sie können das, wenn Sie möchten, investieren. Hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an. Und sag mir, wo ist Firma? In Schweiz. In der Schweiz? Okay, das ist cool, Switzerland. Ja. Zürich. Ah, schön, Zürich. Ich habe gerade Ärger mit Zürich Versicherung, das ist aber nicht eure Firma, oder? Ja. Ich habe gar nicht verstanden, was sagen ich gesagt habe. Ne? Also um so weiter loszulegen, können Sie mir bitte sagen, Ihren Name? Ha? Nochmal? Ihr Name bitte. Theodor. Theodor, sehr gut. Es freut mich sehr, Theodor. Freut mich auch, Mr. Cox. Also, es freut mich, dass Sie meinen Namen erinnern. Ja, natürlich.
Das ist ja gut. Also. Ja, ich habe gute Gedächtnis. Was soll ich Ihnen auch weiter erklären? Also ich habe ein telefonisches Gedächtnis. Das ist von der Kai-Meyer-Universität erwiesen worden. Was habe ich? Nein, ich habe telefonisches Gedächtnis. Ich kann mir Sachen gut merken. So. Ja. Scheiße, jetzt hat er aufgelegt. War jetzt Kai-Uwe Meyer oder telefonisches Gedächtnis der Grund des Abbruchs? Ne, egal, das ist sowieso einer von den ganz besonders Dummen. Dorf. Also von der Masche her. Der ist am grüß Telefon. Gott. Grüß Gott. Mein Name ist Stefan Baumeister. Ich rufe Sie von der MIT AG Berlin an. Es geht um die Teilnahme, die Sie bislang noch nicht gekündigt haben. Nochmal bitte? Mit der die Teilnahme, Lotto-Teilnahme. Ja, es kann sein, also ja, ich habe gerade eine Mittelohrentzündung, ich höre nicht so gut. Könnten Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ja, die Teilnahme, die Sie bislang noch nicht gekündigt haben. Was denn damit? Soll die jetzt noch weiterlaufen, 12 Monate, oder soll ich das auf die 3 Monate runterstufen und abmelden? Das Lotto? Ja. Nee, das will ich ja gar nicht mehr. Ja, dann müssen wir das runterstufen auf 3 Monate und nach 3 Monaten sind sie da raus. 3 Monate? Ja. Ja. Dann machen wir das eben, dann mache ich jetzt den Antrag. Ich mache einen kurzen Datenabgleich. Was denn für ein Antrag? Ja, für die Runterstufung auf die 3 Monate. Bei wem wird das denn beantragt? Das mache ich jetzt mit Ihnen. 2 Minuten. Ach so. Dauert das. Ja, das ist nur eine kurze Aufzeichnung. Dauert 2 Minuten. Also, eine Anzeige? Nein, Aufzeichnung. Was bedeutet das? Ich zeichne uns einmal das Gespräch auf. Oh. Ja? Da sagen Sie, also das sind 5 Fragen, die Sie dann mit einem kurzen, klaren Ja antworten. Und wenn ich Sie nach der IBAN frage, bestätigen Sie einmal mit der IBAN. Und danach sind wir auch schon durch. Und dann schicke ich das an die Zentrale. Da werden die 12 Monate storniert und werden dann die 3 Monate eingesetzt. Wenn Sie das sagen, wird das schon richtig so sein. Ne? Ja, natürlich. Ja. Also, dann die IBAN haben Sie da zum Bestätigen, oder? Ja, ich bin hier zu Hause. Ja, haben Sie da Ihre IBAN? Aha. Okay, dann fange ich jetzt direkt an mit der Aufzeichnung, ja? Nochmal? Dann fange ich jetzt an mit der Aufzeichnung. Soll ich jetzt Ja sagen? Nein, Moment, ich fange jetzt an. 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hans-Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Stefan Baumeister von der Service Center der Lebensfreude. Das ist angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanrufung. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter am 13.02.2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihre Einverständnis vorausgesetzt den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ich habe doch mit Ihnen gesprochen. Warum sagen Sie jetzt externer Mitarbeiter? Das ist komisch. Hallo? Ja. Ja, ich habe doch mit Ihnen gesprochen oder spreche doch mit Ihnen. Ja. Ich verstehe das alles gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Bitte? Dann gibt er schon auf nach dem ersten Versuch, ey. Da muss scheiße laufen für ihn. Früher morgen direkt der erste Bahn. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wer mein sind Name Sie ist denn? Winter, Eva Winter. Ich hätte gern du bist ein Betrüger gesprochen. Sie wollen mit sich selber sprechen? Hallo? Es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Wen möchten Sie denn sprechen? Ich habe es nicht verstanden. Also, der Name steht hier, du bist Stein. Betrüger. Ja, genau. Das sind Sie? Ja. Gut, dass ich Sie erreiche. Ich bin von der Kundenbetreuung und melde mich bei Ihnen wegen des Augentrainings, das Sie im Internet angeschaut haben. Wegen des Augentrainings? Genau, Sie haben dort diese Brille Ayurrit Pro für die Augenübung gesehen, nicht wahr? Korrekt.
Gut. Sie können diese Brille innerhalb von 5 Werktagen bekommen. Ja. Also etwa Mitte der nächsten Woche. Am Mittag? Sie das Paket erreichen. Etwa Mittwoch am Mittwoch nächste Woche, so ungefähr, sollte sie das Paket erreichen. Ist das in Ordnung für Sie? Das dauert aber lange. Von wo kommt das Paket denn? Also innerhalb von 5 Werktagen. Ach so. Ja, ja stimmt, also da ist ja das Wochenende dazwischen. Kann sein, dass sie das Paket noch eher erreichen kann. Sie bekommen die Sendungsnummer per E-Mail. Ich sehe, Sie haben die E-Mail-Adresse hinterlassen. Das dann ist werden gut. Sie auch die Sendungsnummer bekommen. Somit können Sie das Paket auch verfolgen. Ja. Ich sehe Altschauerberg Nummer 8. Ja. In 91448 Emskirchen. Ganz das genau. Ist korrekt, ja? Das ist ganz, ganz richtig. Ja, die altes Bauloch mit der Scheune daneben. Bitte? Da wohne ich. Da wohne ich. Gut, gut, gut. Okay. Dann direkte Zustellung bei Ihnen. Also der Lieferant würde es Ihnen nach Hause bringen. Ah, super. Ja? Sie bekommen im Voraus die Information, wann es kommt, ja? Welcher Tag und Zeitraum. Das ist gut. Kommt das mit der Post oder wer bringt das? Eben die Sendungsnummer, die Sie erhalten. Dann wird sie auch informieren, welcher Lieferant das genau ist. Ja? Ach so. Welcher Kurier. Und im Paket mit der Brille haben Sie natürlich auch die Unterlagen, ja, Bestätigung, dort ist die Gebrauchsanweisung und ja. Telefonnummer für Kontakt. Wenn Sie Fragen haben, dann einfach rufen Sie bitte an, ja. Gutes Gelingen, viel Erfolg. Welche, und natürlich viel Vergnügen. Vergnügen? Ach, ist da auch die Taschenmuschi dabei bei der Bestellung? Ich sage Vergnügen, weil ich bekomme auch die Rückmeldungen, dass dieses Training auch sehr viel Spaß macht, ja? Dann ach so. Deshalb wünsche ich Ihnen das auch. Das ist ja dann diese Wunderbrille und die Wundertropfen, und dann kann ich wieder sehen, oder? Das ist keine Wunderbrille, das ist ein Werkzeug für die Übung, für die Augen. Eigentlich das, was Sie erreichen, machen Sie selber, weil Sie sollen trainieren. Selbst die Brille helfen ja nicht, ja, von dem, dass Sie irgendwo liegen. Ja. Sie trainieren bitte und dadurch werden Sie Ihren Augen helfen, ja. Ja, aber wieso? Ich habe ja schon eine Brille und kann nicht sehen. Was macht Ihre Brille denn anders? Das ist bitte die Trainingsbrille. Das ist nicht die Brille, mit der Sie schauen. Ja, aber das wie hilft die denn meinen Augen? Das ist die Brille für das Training, ja, damit Sie Ihre Augenmuskeln anregen, trainieren, dass auch die Blutzirkulation im Auge verbessern kann, sodass sich die Zellen im Auge einfach regenerieren können. Und was kostet das nochmal? Wie ich sehe, der gesamte Bestellungswert beträgt 132 Euro. Das ist alles inklusive mit allen Kosten natürlich. Ja, alles ja. mit inbegriffen. Ja. Und der Versand gute, ist da auch mit drin, ne? Alles ist mit inbegriffen, alles ja. inklusive. Alles welchen klar. Namen haben Sie das denn? Können Sie es zum Schluss noch einmal vorlesen, dass das auch ankommt? Also Ayurid Pro. Nee, Ayurid mein Name. Können Sie es noch mal vorlesen, bitte? Können Sie es selber sagen, weil dann spreche ich das vielleicht korrekter aus. Nee, es muss ja, dass das richtig geschrieben ist. Können Sie es noch mal vorlesen? Ich kann es buchstabieren, wenn Sie möchten. Nee, buchstabieren ist mit euch immer die Hölle. Nur einfach noch mal vorlesen, bitte. Also, D wie Dora, U wie Ulrich, B wie Bertha. Nee, ich heiße nicht Bertha. So heißt die Mastgans, aber das hat ja damit nichts zu tun. D wie Dora, O wie Ulrich. Was erzählen Sie mir denn da? I wie Ida, S wie Siegfried, T wie Theodor, A wie Anton, I wie Ida, H wie Heinrich, N wie Nordpol. Ja. Und der Familienname B wie Bertha, E wie Emil, H wie Heinrich, D wie Dora, ja. R wie Richard, Ü wie Ü. Übung, ja, H wie Heinrich, Übung kann wie Gustav, ich sagen. A wie Anton, R wie Richard. Ja. Korrekt? Ja, du bist ein Betrüger, ist mein Name. Es gibt 2 Hühnerpunkte für denjenigen, der das korrekt wiedergegeben in die Kommentare schreibt. Brauchen Sie denn noch die Adresse von meinem Augenarzt?
Das ist nicht nötig. Es ist genug, dass Sie es wissen. Dann gutes Gelingen, alles Gute und auf Wiederhören. Bis dann, Betrüger. Was ein Scheiße, die kaufen hier einen Plastikrahmen, der aussieht wie eine Brille und das soll angeblich deine Blutzirkulation anregen und Augendruck mindern und alles für 130 Euro. Verdammt, ey, das sind wahrscheinlich so Kindersonnenbrillen vom Jahrmarkt, wo die einfach die Sonnenbrillenteile rausgekloppt haben. Was ein Pack.